Herzlich willkommen zu einem neuen Game Test auf dem Kanal All Games Around. Heute, das heutige Spiel, was ich Game testen werde, ist Spotcraft. Spotcraft ist Minecraft, aber mit einem, so würde ich das jetzt mal ausdrücken, mit einem neuen Startbildschirm, Launcher eher gesagt. So, ihr seht jetzt momentan meinen Account. Ihr ladet euch die Exe runter, Link tue ich in die Videobeschreibung. Oder ihr geht einfach auf meine Website drauf, da werde ich den Link oder werde ich das Ganze auch einmal hochladen. Dann gebt ihr hier euren Benutzernamen ein, hier das Passwort, ganz normal. Und dann könnt ihr hier bestimmen, ob er speichern soll, also sich erinnern soll daran oder nicht. Was eine neue Veränderung hier dran ist, im Gegensatz zum alten Minecraft Launcher ist, man kann auswählen, welche Version denn von Spotcraft. Habe ich jetzt Spotcraft vorhin gesagt? Spotcraft. Sorry, die Recommended Version oder die Latest Version. Und was ich auch toll finde, man kann auswählen, wie viel Gigabyte RAM denn Spotcraft für sich nutzen kann. Ob das 512 MB sind, 768 MB, 1 Gigabyte, 1,5 Gigabyte, 2 Gigabyte und 3 Gigabyte. Ich denke mal, das wird auch für manche Rechner, gibt es da mehr oder weniger Gigabyte. Weil ich habe hier nur einen 4 GB Rechner. Ich nehme die Hälfte. Und hier ist dann auch nochmal mein Account. Da kann ich mich einmal draufklicken. Was ihr dafür braucht, ihr braucht einen aktuellen, oder nicht einen aktuellen, ihr braucht einen Minecraft-Account, mit wo ihr auch Minecraft drauf bezahlt habt. Ist eigentlich nur ein anderer Launcher. So, dann gehen wir auf Login. So, dann kümmern wir uns einmal darum. Ja, dieses Spiel hier, Spotcraft, so einmal schnell umgestellt alles. Hier haben wir einmal das Startmenü. Wir können hier ausstellen, Animation an oder aus. Jetzt habe ich sie aus oder an. Dann können wir hier sehen, welche Version das ist. Die 1.2.5, also die aktuelle Version mit der Spotcraft Version B. 1550. Dann können wir einmal auf About klicken. Da lesen wir auch ein bisschen mehr zu den Entwicklern oder zu dem Entwickler. Zurück zum Hauptmenü. Hier haben wir natürlich wieder Language, können wir hier auswählen. Können wir auch hier, wie ihr seht, gibt es auch Deutsch dabei. Controls. Könnt ihr eure Einstellung hier treffen. So, was ihr hier schon seht, das sind so, ja, ich kann ja mal zurück machen, Minimap-Option, dann, weil, ihr werdet gleich sehen, hier gibt es schon vorinstallierte Add-ons. Wenn wir hier mal auf Add-ons klicken, das kommt noch, Coming Soon, also wird noch kommen eine Datenbank, aber bei den Texturen gibt es auch schon eine Datenbank. So, hier können wir auch einmal, wenn wir das Texturenpaket installiert haben, natürlich ist das Standard-Texturenpaket Default mit der Einstellung 16 drauf. Wir können auf Preview gehen und dann sehen wir, wie die ganzen wie die einzelnen Blöcke aussehen. Können wir auch runterscrollen. Sieht eigentlich richtig cool aus. Ja, Firetext hier, das sind dann so die Animationen, die nicht dargestellt werden können. Aber bisher sieht das eigentlich richtig cool aus. So, fertig. Wir können hier aber auch auf Daten, wie bei den Add-ons, Open Folder. Oder Fold. Ne, Folder. Da können wir wie bei Minecraft die Sachen einmal reinziehen. Oder wir gehen hier auf Datenbank. Bei den Texturen ist die schon vorhanden. Dann können wir auf Suchen. Popular, Random and Name. Also der sortiert das Ganze dann. Die können wir hier noch einstellen, bis zu wie viel. Ich glaube 1024 mal 1024, das packt mein Rechner gar nicht. Aber wir können hier eine raussuchen. Und dann können wir einmal gucken, was Tolle ist. Hier stehen auch gleichzeitig die MB-Zahlen, welches Format das Ganze hat. Also 16x16. Ich finde das cool. Nehmen wir mal Assassin's Creed, weil ich auch ein Assassin's Creed Fan bin.
und dann Download-Texturen. Zack, installiert. Der hat das gleichzeitig installiert. Gehen wir zum Main-Menü zurück. Einmal hier, und dann können wir hier Select nehmen, auswählen. Und man sieht schon, es ändert sich viel. Und das Ganze ist auch wirklich hierfür programmiert oder eher hierfür alles geschrieben. Es gibt auch eine Webseite, spout.org oder bei Buckets, Spoutcraft Bucket. Gibt auch einen extra Server dafür. Ich nehme jetzt einfach mal wieder das normale. Geht zum Main-Menü, Singleplayer. Hier habe ich eine neue Welt angelegt gehabt, einfach nur mal zu gucken. Aber wir können gerne nochmal selber eine kleine Welt anlegen. Ja, dann können wir die Welt einen Namen geben. Ich würde einmal anfangen mit Game Test, weil das ja ein Game Test ist. Dann können wir hier einen Seed bestimmen oder so oft auf New Seed gehen, bis es nicht mehr geht. Dann können wir natürlich auswählen zwischen Survival, Creative oder Hardcore. Ich nehme es Creative, weil ich euch das gerne einmal zeigen möchte. Dann die Welthöhe. Die können wir jetzt nicht einstellen. Broken as of Minecraft 1.2. Okay. Dann können wir auswählen zwischen normal und super flat, also super flach. Und dann generiere Strukturen. Machen wir mal. Und auf Done. Das ist, sieht jetzt aus wie normal Minecraft, dass er die Landschaft generiert. Saving Chunks. Ja, das dauert eine kleine Zeit. So, zack. Oben sehen wir schon eine kleine. Wow. Hundis. Flieg mal hier eben wohin, wo nicht so viele Animals sind. So, wir sehen hier gleich schon eine Minimap. Die einzelnen Tastenbelegungen, die die Plugins, die vorinstallierten Plugins haben, kenne ich leider noch nicht auswendig. Deswegen ein großes Sorry, aber wir sehen schon, der zeigt mir auch an, wo die ganzen, vor allem ganzen Tiere und Zombies hier rumlungern. Finde ich auch ganz nett gemacht. Das sind nicht die Spawner, das sind die einzelnen Tiere. Richtig nett gemacht. Könnte ich mir gut vorstellen, in einer Multiplayer-Spiel, wenn man da seine Kollegen sieht, wo die gerade stecken und sonstiges. Mit Steuerung kann man hier auch schön einstellen, dann läuft er richtig langsam und fällt kein Block mehr runter. Das ist praktisch, dann braucht man nicht die Taste dauernd drücken. Oder regulär. Ups, da habe ich auch schon gleich ein Item rausgeworfen. Dann zu den Items. Wir haben hier einmal Wasser, Wasser animiert, Lava, Lava animiert, animiert sage ich schon fließend. Dann haben wir hier ein Bett, Pistons von oben, Head, Normalpisten, hier haben wir der Saugpisten, wie ich den immer schön nenne. Dann haben wir hier einen Monster-Spawner, können wir einstellen, Feuer, TNT, Diamanten, Wood Door, Signalposten, Pisten, Wall-Signal. Ja, das sieht doch hier eigentlich richtig schön aus. Pumpkin, also jetzt sind schon Melonen, Steam, also Stängel. Dann Redstone-Lampe an, aus. Wir haben hier so viele, dann haben wir hier nochmal ein Bett drinne. Steak schon vorgegrillt. Und dann hier nochmal diese ganzen Spawn-Eier. Hiermit könnte ich. Hier fehlen mir zwar noch ein paar Plugins, die denke ich mal, kann man sich auch noch im Netz ziehen. Nicht denke ich mir, kann man sich auch im Netz ziehen, wenn man dann eingibt, zum Beispiel Red Power oder Redstone Power, wie das Plugin heißt. Ich finde das eigentlich richtig cool gemacht, das Ganze. Hier sehen wir auch nochmal die Unterschiede. Es ruckelt zwar ein wenig, ist aber auch normal, weil der die Welt generiert. Hier haben wir jetzt eine Kuh. Drei Kühe sind hier. Gucken wir mal. 1, 2, 3. Ja, die Karte hat uns nicht angelogen. Zack, einmal weg. Mein Fazit hier zu diesem Spiel. Ich sag mal, ist im Endeffekt eigentlich Minecraft mit einem anderen Launcher und vorinstallierten Plugins, was ich auch befürworte.
Ich finde das einfach nur cool gemacht, auch dass man nicht extra im Internet stundenlang raussucht, welches Texturenpaket man nimmt, und wenn dann später eine neue Version von diesem Launcher kommt und man kann die ganzen Plugins einmal downloaden, einfach so, das, boah, da freue ich mich jetzt schon auf die neueste Version, und ich denke mal, ihr werdet auch euren Spaß daran haben, hoffe ich mal, zumindestens. Und okay. Hä? Das will ich jetzt mal was ausprobieren. Kann ich hier gar nicht hinsetzen. Ach, hier ist kein Wasser, deswegen kann ich auch nicht hinsetzen. Ist ja Eis. Dann bauen wir mal hier eben ab, weil das möchte ich gerne einmal wissen, warum da war. Ob das nur ein Berechnungsfehler war. Ach, das war bestimmt nur ein Berechnungsfehler. Ich finde den Launcher eigentlich richtig cool, und wenn ich mich da ein bisschen reingearbeitet habe, so sehr habe ich mich da auch nicht reingearbeitet mit den ganzen Plugins, dann finde ich das eigentlich eine der besten Erfindungen für Minecraft, oder mit der besten Erfindung, die man dafür machen kann. Und bevor ich hier nochmal 5000 Minuten einfach nur davon labere, wie geil das Spiel ist, verabschiede ich mich hier einfach mal raus mit einem schönen Blick über diese Landschaft. So, zack. Erstmal hier ausstellen. Hat man hier ein bisschen einen Blick auf die Landschaft. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Game Test. Die Woche kommt noch eins von Battlefield. Play for Free Heroes habe ich abgesagt. Und weiteres könnt ihr auf meinem Forum nachlesen. Link ist auch in der Videobeschreibung. Tschüss, tschüss, mein Gott, tschüss, tschüss, tschüss. Ich hab's heute. Tschüss und vielen Dank fürs Zugucken. Und wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen oder vielleicht sogar ein Abo, das wird mir schon helfen. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Game Test. Tschüss.